Mito, das Haus, von Yves Grévé, aus dem Französischen von Stephanie Singh, erschienen bei DTV in der Reihe Hansa. Elefanten sieht man nicht, von Susanne Kreller, erschienen im Carlsen Verlag. Pampa Blues, von Rolf Lappert, erschienen im Karl Hansa Verlag. Wer hat Angst vor Jasper Jones, von Craig Silvey, aus dem Englischen von Bettina Münch, erschienen im Rowohlt Taschenbuchverlag. Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe, von Christian Fracella, aus dem Italienischen von Annette Kopetzky, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Abzählen, von Tanta Melashvili, aus dem Georgischen von Nadja Michelazze-Barsoliani, erschienen im Unionsverlag. So, wir kommen auf meine Mitte, Luca, auch du. Ja, mit dem Jugendliteraturpreis 2013 wird das Jugendbuch Abzählen erschienen im Unionsverlag ausgezeichnet. Wir bitten uns auf die Ja, Momo auch. Ja? Danke, Lili. Danke. Well, you understand German, because you have been here as an au pair as well. But yeah, I would ask you in English. Is that correct? Yeah, would be better for you. Okay. 10 years ago, yeah? Also vor 10 Jahren war sie tatsächlich hier und it's correct. As an au pair, you've been in a family, yeah? Mm-hmm. Where was that? In which district? Was it Bavaria or was it North Rhine-Westphalia? It was very near to the border of Switzerland, so it was a small city. Tingen. Das kennen Sie. Ja, ja. Ja? Haben Sie gute Erinnerungen daran? Fast Schweiz. Yeah. Almost Switzerland. Yeah. So, this story, had you any real life experience or is it just fiction? No, I didn't have a real life experience. But it was like the explosion of my emotions and feelings. Well, I had for 2 years. And then I wrote the book. Also, es gibt keine richtige jetzt Erfahrung. Und by the way, have you been there in this conflict zone as well? Sie war auch nicht in der Konfliktzone, also für alle, die das ja jetzt nicht wissen, also spielt ja sozusagen zwischen Georgien und Ossetien, ja, diese ganze Konfliktzone, darum dreht es sich sozusagen als Hintergrund, das ist eigentlich viel abstrakter, aber man kann es natürlich ein Stück weit auch dann verorten. Es gibt also keine Erfahrung von ihr an dieser Seite, sondern es ist wirklich eine Fiktion und vor 2 Jahren ging das Ganze sozusagen in ihr vor und ich glaube, ganz wichtig ist an dieser Stelle nochmal die Sprache auch einzubeziehen. A very experimental language you used for that. Und das wäre vielleicht noch eine Frage an die Übersetzerin. War das jetzt die Herausforderung, diese experimentelle Sprache wiederzugeben, adäquat wiederzugeben? Eigentlich der Grund, warum ich das Buch übersetzt habe, als ich es gelesen habe, in einem Atemzug, weil es greift einen sofort, habe ich gedacht, wie kann man das übersetzen? Also das schien mir erst unmöglich und ich habe danach gesucht, nach einer Lösung, es hat ein halbes Jahr gedauert, wir hatten eine Übersetzungswerkstatt, habe ich dann noch experimentiert und die Lösung gefunden, hoffentlich, für dieses kleine Büchlein, was aber sehr expressiv ist und eine sehr emotionelle Geschichte darüber bringt, die Tamta vielleicht nicht erlebt hat, aber die Sache, die da drin steckt, ist, dass ihre Jugend in Georgien in dieser Zeit war, als es schwierig war im Land, als wir diese Konflikte hatten. Es ist aber so geschrieben, dass es überall auf der Welt sein und passieren kann, nicht nur in Georgien. Es ist nicht nur Georgien, es ist für alle die Länder, wo es Probleme und Konflikte gibt aktuell. Sie haben ja gesagt, die Sprache zu finden, das war das Schwierigste. Nach Meinung der Kritikerjury haben Sie sie gefunden. Sie sind ausgezeichnet als das Jugendbuch des Deutschen Jugendliteraturpreises 2013. Thank you very much. Und wir begleiten Sie mit einem Applaus auf das Sie auch haben. Nein, ah, stopp. Ja, ja. Just a moment, please, because it was my fault. Of course, we need another picture of you.
zusammen mit dem parlamentarischen Staatssekretär Hermann Küß. Ja, bitte noch the trophy a little bit to your face. Thank you very much. Vielen Dank und nochmal einen Applaus. Danke, Herr Mirosch, abzählen.